Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Challenge Projekts. Yo, wir sind hier fleißig weiter am Ansehen. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Sorry. Mahlzeit und übrigens bin ich Chrissy Gaming. Achso, der Chrissy Gaming ist ja auch da. Ja, lass mich auf den Weg. Ich hab den schon vergessen, ey. Ach, scheiße. Ja, letzte Folge hat der Herr Kollege ja die krasse Story erzählt und. Jo, noch irgendwas, ey. Leider das? Kann man da hinten nichts düngen dabei, weil nur nichts vorgespult ist oder kein nächster Tag ist. Ey, und du kannst in der Zeit mal irgendeinen Trecker von dir schnappen und mal wieder verdichten bei mir am Silo. Ich bin aktuell am Einfahren. Okay, mach ich, Herr Kollege. Also tun wir jetzt eben den Kollegen helfen da. Beim Verlieren ja, natürlich und nicht beim Gewinnen. Und jo. Wir stehen müssen nicht bezahlen, also gib Kit. Ich komm ja schon. Mann, immer die Praktikanten, die so spät kommen, ey. Schlimm. Ich bin am Ende, am anderen Ende der Map und er so, ja, komm sofort vorbei, mein Feld für dich. Ja, komm, geht hier. Was ein JCB, Alter. Mehr als 75 geht nicht. Boah, Junge, nochmal voll geworden, ey. Geil, ey, noch mehr Silage, Junge. Ich brauche die Silage, bis ich umkipp hier, ey. Ach du Scheiße, mein ganzer Schreibtisch wackelt hier. Ich glaube, du musst nicht zu schnell denken. So Leute, ich habe euch festgehalten. Servus. Boah, ja, das Profi mit IE. Ja, was ist denn? Die Mehrarbeiten sind abgeschlossen, würden dann 1000 Euro machen. Alles wie auf die Rechnung. Alles auf die Rechnung. 10? Wie sieht's 10 aus? 10. Zu den Sessions fertig, noch irgendwo, oder? Ja, oben die 41 müssen sie noch ansehen. Gut. Ich weiß aber, sie müssten, glaube ich, noch mal in der Wiederholung noch mal angucken. Ich weiß nicht mehr, was ich da drauf wollte. Bist du nicht? Deswegen habe ich doch gesagt, gucken sie mal in der Wiederholung. Sie wissen mal, übrigens, Herr LU-Chef. LU-Chef? Was? Ach. LU-Chef. Ja. Machen Sie gleich günstige Preise, weil die Rechnung geht auf mich. Nee, das wird Standardpreise gemacht. Und du der bist Junge! Links vor rechts siehst du es hier! Rechts vor wrong. Ja, Alter. Hast du gesehen, der LKW hat sowieso mehr Power. Also wie gesagt. Ich auf der Infertual ist. Ich gucke da jetzt den Aria. Welches Video ist das? Aber, ich weiß es noch nicht. Nee. Dann machen sie. Dann machen sie mal Sojabohnen drauf, okay? Oh gut, Marsch. In 40, ne? Ja, in 40, genau. Gut, und drauf kalken, bitte. Oh no, gut. Mach mal. Ja. Geht alles auf die Rechnung. Alles von dem ganzen Zeug, weil ich das gemacht habe. Das ist nicht dein Ernst. Wie kann man denn. Wie kriegt man sowas hin? Verloren mal. Wie kriegt man sowas hin? Weil du bist das, so ein Keck, was das eigentlich? Ich hab noch nie. Also ich fahr ja schon schlecht, aber was du machst, das ist ja nicht mehr normal. Entschuldigung, ich hab halt schon Bauer. Ja, du. So, hab dich wieder aufgestellt, Junge, bin Profi, mach jetzt, ich ran hier eine Arbeit. Mach 10.000 Euro in einer Minute. Für mich? Dass ich dich aufgestellt habe, genau. Ach, halt die Klappe. Ach ja. Jo, übrigens hast du noch eine Story auf Lager. Deine Stories finde ich immer so kühl, so cool. Oh! So wie passiert in meinem Leben. Was soll ich in Sahne arbeiten? Ach so, ja, hier. Ansonsten. Also habe ich eine Story. Ich war ja letzte Woche bei Chrissy Gaming zu Hause und dann habe ich dem erstmal seine Geburtstagstorte aufgegessen. Spaß. Ich war da bei ihm zu Hause. Der lässt mich nicht rein. Der ist fies. Ich bin müsst nicht ihr fies. Euch immer bewusst sein. Der ist richtig fies zu mir. Wie bin immer. Nicht fies. Kannst du gerne auch schon wieder gegen den Schacht hier gefahren, ey. Ah, passiert dir das auch, ja? Ja, aber so oft wie du gegen Sachen fährst, fahre ich jetzt auch nicht. Hab's gehört, Leitland, der will Stress. Mal machen, ey. Ja, aber es muss halt nie was werden. Ja, merke ich jetzt erst. Jo,
kennt man eigentlich, haben wir machen so ein Community-Treffen. Oi, oi, hey, what the fuck? Was für ein Community-Treffen, Alter? Ja. Ja, Bruder. Ja, ich sag so. Ja, man kann sich ja, ich wollte mich mit dir treffen. Ja, mach das mal einen direkten Community-Treffen, Alter. Jo, Junge, wie wär's noch mit dem DJ und mit einer Party, Alter? Können wir auch gerne machen. Ich bring dir noch einen Kuchen vorbei, kein Problem, Alter. Ich bring es Corona mit. So. Sollen wir gerade noch Traktor-Pulling machen? Von deiner Haustür. Ja, könnte man brauchen, da ist Platz genug. Ja, gar kein Problem, Junge. Ach ja, wir können ja auch gerade noch Wettessen machen und alles. Wir können ja gerade Schlag die YouTuber machen, ey. Kein Problem, Alter. Wir wären gerade mit dem ganzen Gaming-Abend. Komm, wir laden auch alle YouTuber dazu ein. Hier, ganz easy. Kein Ding. Corona regelt. Ach ja, Leute. Ich find's herrlich. Na, wir könnten uns echt einmal treffen. Hä? Wir könnten uns echt einmal treffen. Aber du bist ja so 300.000 Kilometer von mir entfernt. Ja. Du fährst dann hier hin, ich hab keine Zeit. Das ist aber. Fährst mal schnell mit deinem Opel Astra mal schnell zu mir nach Hause. Ja, wahrscheinlich. Das geht mal auf der Autobahn ein. Junge. Darfst du überhaupt auf der Autobahn mit deinem Opel? Na. Oder musst du über Landstraße fahren? Wegen diesen unglaublich schnellen Geschwindigkeiten. Nee, jetzt mal Real Talk, hast du eigentlich schon ein Auto? Na, aber ich mach dann jetzt bald einmal. Was willst du denn für ein Auto dir holen, wenn du eins holen möchtest? Wenn Geld egal wäre. Was? Wenn Geld egal wäre. Ja. Einfach mal so. So ein Mercedes C30 AMG. Bruder. Oder ein BMW M4 Competition. Oder ein Porsche Cayman S. Komm, na, Alter. Porsche ist nicht so geil. Macht er dann, ey. So und eine ist der Junge. Er zieht uns das Geld ab, das sehe ich jetzt schon. Hey, Herr Kollege, hilf Ihnen da gerade bei einem Silage verdichten. Ja, weil du sonst nichts anderes zu tun hast hier. Ja, weil du die Zeit nur auf eins gelaufen hast, die ganze Zeit. Sorry, Alter. Sorry, dass ich wieder gegen das Ding hier gefahren bin. Sorry, dass ich nicht überall die Augen habe, ey. Hätte ja mal Scheiß sagen können. Ich find's ja unfassbar, Junge, bist du Speedy Gonzales oder hast du so wenig zu tun? Ich sehe da ein paar Kühe, ich glaube, da muss ich erstmal ein paar Kühe vergiften. Halt die Klappe! Oh, stell mal vor, Alter. Er noggelt da mal vorbei mit seinem MN. Ja, Junge, kein Ding, Alter, ECE on point. Ach, irgendwann gehören mir hier alle Felder und Chrissy. Kann er mit seinem kleinen Grasfeld da mit so einem englischen Garten draus machen, mit seiner Gartenschere, Alter. Oh Mann, ey. Ruf mich dann jeden Tag so an, ey, willst du mir mal in den Garten vorbeigucken? Aber ich zieh dir immer die kurzen Büchse an, die darf aber auch nicht länger als ein Meter sein hier. Die muss schön 10 cm lang sein. Und bitte trink nur ein Bier. Mehr darfst du dir nicht an der Rüben auf meinem englischen Rasen. Wie, du schmeißt was rein. Oh Mann. Jetzt wisst ihr, wie es im Privatleben von Chris ist. Was sagen Sie denn zu? Hallo? Ja. Und? Kannst du doch widerspiegeln, das was ich gerade gesagt habe, oder? Nein. Weißt du, was mies wäre? Wenn ich jetzt einfach die Wiese unter deinem Hof abkaufen würde. Oder einfach kaufen würde, Junge. Stell mal vor, keine Wiese für dich, Junge. Oh Mann. Die kannst du gar nicht abkaufen. Ja? Da ist der Fluss und das Ganze dabei, da kann man nicht nur die Wiese da kaufen. Ja, Junge, ich kann noch ein halbes Hotel bauen, Alter. So viel wie ich da noch bekomme, kann ich abforsten lassen. Hat das der Louis, mal zu beschäftigen. In der nächsten Folge muss ich mal schauen, wie lange ich zu dir fahre. Was? Nichts egal.
nächsten Morgen beim 2-Stunden-Livestream sitze da mitten vor meiner Haustür und klingelt so, komm mal raus! Das wäre halt aber echt geil. Mit seinem Opel Astra. Möb, möb. Ey, willst du mal mitfahren? 500 PS. Also 50 meine ich. Justin, reiß einmal auf die Hitten, ich bin einmal da. Komm mal raus hier, scheißegal, ich bin 12 Stunden Livestream. Holst du GoPro raus, Junge? Oh Mann, ey, das wäre ich schwitz. So machen wir das jetzt. Kommst morgen vorbei hier, kein Ding. Ist vielleicht ein O-Saft. Es geht ein PD ab. Was? Es geht ein PD ab. Bei mir geht nichts hier. Weil du O-Saft daheim hast, deswegen. Der Grabari ist da. Wer? Der Graf Bayern, der hat gerade zugegeben, dass sein Content schlecht ist. Oh Mann. Der Meister hier, der immer so. Der späte Meister, weißt du? Der dritte YouTuber. Ah. Der ist schon wieder. Ey Nils, wann ist denn die Map fertig, Junge? Gib Kit hier. Wie schaut's aus? Wollen wir einmal dann nach der Challenge schon mal ein Projekt auf der Hofbergmann machen? Oh, willst du? Ich muss mal gucken, wie ist aktuell. Boah, ey, warte mal. Der eine hat doch gerade gefragt, ob der ein Season-Projekt mitmachen darf, ey. Wir haben nur aktuell ein Season-Projekt bei Farmers Live. Lol. Aber ich bin wieder voll auf jeden Fall. Also, voll in dem Sinne von Ladewagen voll. Nicht voll in dem Sinne von ich bin voll. Verstanden? Im Sinne von. Und wer ist eigentlich die ganze Zeit quer und nicht hoch runter? Soll ich Männchen machen? Ja. Muss hier runter, Meister. Und wupp. Ei. Und schon bin ich ohne. Herr Kollege, das war die Deichsel. Ach hier, die sind dafür extra konfiguriert worden, die Sachen hier, die halten das aus. Mhm. Alles gut. Und ansonsten, Herr Kollege, wie geht's Ihnen denn so? Gut. Das freut mich. Mal gucken, wie lange. Erstmal die ersten Silos schon voll geballert hier. Zwei. Und wird langsam mal Zeit, dass das andere Silo mal hier fertig wird. Sorry. Was wollen wir jetzt eigentlich machen? Wollen wir das Pflanzenwachstum auch schnell oder auf normal lassen? Schnell. Wollen wir schnell machen? Ist ja kein Problem, wie gesagt. Sind sie jetzt da mal bald fertig? Nee. Ich hab noch 4-5 Bahnen da unten. Oder was meinst du mit fertig? Na, mit den Anhängern, Mann, damit ihr da verdichten könnt. Ach so. Können. Ja, ich musste gerade schnell das Pflanzenwachstum auch schnell machen. Warum hat denn der Zaun jetzt hier... Ey, das ist so ein Platzen, ist das. Der Kollege mit seinen Vorkünste. Ach ja, so muss das halt. Eben da schnell noch da das Silage verdichten. Nimm mal einmal. Doch, ich bin jetzt gleich mit der zweiten Runde rum, aber dann ist auch. Oh. Dann kommen die Querbahnen hier, Alter. Und ja, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Schaut zum nächsten Video wieder vorbei. Lasst so gerne eine Bewertung da. Natürlich ein Like nicht vergessen. Und Kommentare schreiben nicht vergessen. Und beim lieben Justin vorbeizuschauen. Jo. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.